Herzlich willkommen zum blauen Mikrofon. Annelies fragt zu Europa. Heute ist meine Gesprächspartnerin Jutta Steinruck. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, sehr gerne. Jutta Steinruck ist Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und Soziales und wir werden diese Woche im Europaparlament einen sozialdemokratischen Initiativantrag abstimmen, in dem es um die Leitlinien für die sogenannte europäische Säule sozialer Rechte geht. Warum kommt jetzt dieser Antrag, Jutta? Ja, weil wir der Kommission schon vor der Ausgestaltung der sogenannten sozialen Säule unsere Forderungen als Parlament in Form einer Resolution mit auf den Weg geben wollen. Wir brauchen nämlich keine inhaltsleeren Initiativen, sondern qualitative Verbesserungen bei den sozialen Absicherungen und bei den Arbeitsbedingungen der Menschen in Europa. Warum brauchen wir diese europäische Säule der sozialen Rechte überhaupt? Was ist der Hintergrund? Die Säule der sozialen Rechte ist längst überfällig. Zu lange haben die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten einseitig auf Wettbewerb und Konkurrenz gesetzt und die Sozialgestaltung der Union total vernachlässigt. Der Brexit hat uns gezeigt, und das sehr deutlich, wohin es führt, wenn die Menschen mit Europa nur noch Wettbewerb, wirtschaftliche Freiheiten und Bürokratie in Zusammenhang bringen. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in ihrem Namen Politik machen, dass Europa ein soziales Gesicht hat. Wie sieht der Fahrplan aus? Wie geht es weiter mit diesem Initiativantrag? Die europäische Säule soziale Rechte soll voraussichtlich im April von der Kommission vorgestellt werden. Dafür ist es auch höchste Zeit, denn bei seiner Antrittsrede im Jahr 2014 hat Kommissionspräsident Juncker Bestnoten, ein Social AAA für ein soziales Europa angekündigt. Gemessen daran ist seither ziemlich wenig passiert. Das ist wohl wahr. Und was sind die sozialdemokratischen Punkte, die du durch deine aktive Arbeit mit eingebracht hast? Wofür stehen wir? Was haben wir mit eingebracht? Bei der Abstimmung im Beschäftigungsausschuss konnten wir die Forderung nach einer EU-Richtlinie zu gerechten Arbeitsbedingungen festschreiben. Denn auch beim Sozialschutz kann Europa Standards festlegen, die von den Mitgliedstaaten nicht unterschritten werden dürfen. Wir fordern hier ein Basisset an einklagbaren Rechten wie Gleichbehandlung, Sozialschutz, Schutz bei Entlassungen, Versammlungsfreiheit, Tarifverhandlungen und Anhörungsrechten. Ganz wichtig ist aber, dass alle neuen Maßnahmen nicht nur für traditionelle Beschäftigungsformen gelten müssen. Zum Beispiel Leute, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie ihre Dienste über Online-Plattformen anbieten. Bisher fallen diese ja de facto aus dem Arbeitnehmerschutz, aus dem sozialen Netz heraus. Dazu fordern wir auch noch eine Kindergrundsicherung, damit Kinder, die in Armut leben, eine kostenfreie Grundversorgung bekommen. Dazu gehören der Zugang zu Gesundheitsversorgung, kostenfreie Bildungsangebote und eine ausgewogene Ernährung. Das ist nicht überall in Europa der Fall. Wichtig ist, dass die Europäische Kommission hier nicht nur bei bloßen Absichtserklärungen bleibt, sondern konkrete, durchsetzbare Maßnahmen daraus folgen. Ganz herzlichen Dank. Viele Punkte in der großen Hoffnung, dass wir auch diese Punkte jetzt umsetzen können. Wir sind gemeinsam gestartet damals für ein soziales Europa. Und vor dem Hintergrund herzlichen Dank für deine Initiative. Und jetzt schauen wir, was die Abstimmung bringt. Bis viel für die Menschen in Europa. Dafür werden wir kämpfen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir.